gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Uiuiui. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Hogwarts Legacy. Und in diesem gibt es ein paar Licks. Manchmal geht es hier runter auf 16. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Also, sag mal, so Vorlieben würde ich jetzt... da möchte ich jetzt hier nicht drüber sprechen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Und erkunden, komm, ich bin Abenteurer. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ich spüre etwas in dir. Okay. Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Ich würde mal sagen, ich gehe für Loyalität. Das Wort spricht mich Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Vielleicht hau ich dir auch einfach auf die Mappe. In Anführungsfeier. Der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich zu einem Haus zuweist. Hufflepuff. Bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Will ein anderes Haus. Andererseits, er hat es mir jetzt zugegeben. Aber will ich jetzt ein Eichhörnchen sein und das ist eine Ratte? Was haben wir denn sonst noch? Gryffindor. Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Intelligenz, Kreativität, Scharfsinn, Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Das Streben nach Macht klingt irgendwie doof. Das finde ich gut. Ravenclaw. Treue, Geduld, Treue und Fleiß. Geduldig bin ich gar nicht, das passt also auch nicht so richtig. Tapferkeit, Mut und Ehre. Ich finde das hier ganz gut. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Also bin intelligent, kreativ und hab einen scharfen Sinn.
neben meinem scharfen Buddy. So, annehmen. Eine Umschaft von der sortierenden Sorte. Okay. Du gehörst nach Ravenclaw. Und die 9 FPS, wo gehören die hin? Also ich würde sagen, ich bitte das zu entschuldigen, das war gerade nicht so. Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Aber das ist ja mal eine Feier. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ich nehme an, das sind alles Originalfiguren, die ich dann später, wenn ich die Filme gucke, genauer sehen werde. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ach, wie nett die Mutti ist. Und am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen haben wir auch nur 20 FPS. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Auftrag gestartet. Findet den Gemeinschaftsraum. Sehr gut. Jetzt können wir uns erstmal umsehen und mal ein bisschen angucken. Was haben wir denn hier alles? Hier zum Beispiel ist ein bisschen Eulen. Hoppala. Ich habe einen nervösen Zeigefinger. Upsi, ich bin auch insgesamt ein Trampel. Wie sieht denn das aus hier? Ravenclaw ist also unser Ding. Ich hoffe, das schreckt jetzt die Zuschauer nicht ab. Diejenigen, die wissen, was damit verbunden ist, werden wahrscheinlich jetzt was Böses in die Kommentare schreiben. Appleby Arrows. Appleby? Was ist das hier? Rebellion. Rebellion. Okay, ich denke mal, wir machen mal die Türe auf. So, die Frage ist ja hoch oder runter. Ich würde sagen nach oben. Ne? Das Zeichen zeigt irgendwie nach oben. Ja. Geschichten aus seiner Zeit in Hogwarts erzählen. Ist das hier der Gemeinschaftsraum? Gleich wird's interessant. Everett Clopton. Hey, Everett. Ein Moment. Sieh mal. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Nun, was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern.
Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Woher weißt du das? Ich freue mich auf meinen ersten Tag. Eigentlich bin ich leicht nervös. Nee, ich freue mich auf meinen ersten Tag. Ich bin nur froh, dass ich hier bin. Bereit für den Unterricht. Sehr gut, das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Warte, sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls, Everett. Okay. Stell dich Amit vor, stell dich Samantha vor. Wir könnten uns aber jetzt hier hinsetzen, oder? Der neue Fünftklässler, der wohl hier kommt. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Hey Jungs. Ich bin hier auf Partnersuche. Habt ihr zufällig irgendwie den... Naja, egal. Oh, hier. Okay. Ist es möglich, Auror zu werden, wenn man nicht gut im Zaubertrankenbauen ist? Ich denke schon. Wie oft muss man das machen, bis man das Achievement kriegt? Ja. Vor allem aufs Auftreten. Man muss eine eindrucksvolle Statur haben. Ich glaube, sind das alles Fünftklässler? So. Hier schon mal, was ich vom Zaubern halte. Damit dir mal gleich klar ist, wer hier der Babbo ist. Oh, hallo, wer bist du denn? Und wohin guckst du? Hast du Drogen genommen? Ah, das ist bestimmt der örtliche Drogen. Drogenhändler Lisa. Lumos. Ignatia Wildsmith. Bist du denn? Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine! Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Mega-Power-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Fick vom Mega-Power-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fick ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Er weiß eine Menge. Professor Fick weiß eine Menge über, verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Haben nicht Hufflepuffs Interesse an Pflanzen? Ziehen viele Schüler zu ihren Zutaten selbst? Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Ja, hab mich gefreut. Ist es üblich, dass Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja, unsere Kräuterkundelehrerin Professor Garlick unterstützt das sehr. Auch ehrlich. Und ich glaube, Professor Sharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Frau Garlick? Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Das ist der Diptam. Okay, Essen müssen wir nochmal üben. Das sieht ja furchtbar aus. Oh ne, reden wir jetzt mit dem Drogenhändler? Genial, Amit. Genial. Man könnte meinen, du könntest... Ah!
Ach, so soll das nicht. Ah, hallo. Willst du mal gucken? Bei Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arctur. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Schaar ist unglaublich bewandert. Ich finde die Sterne faszinierend. Ich hatte nie viel für die Sternbeobachtung übrig. Ich fürchte, ich hab's nicht so mit Sternbildern. Hier auf der Erde ist schon genug los. Du solltest wissen, dass alle Fünftklässler Astronomie belegen müssen. Aber nach einer Nacht auf dem Turm wirst du sicher deine Meinung ändern. Ein gutes Teleskop zeigt dir Dinge, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns! Okay, also. Hallo. Neuer Ravenclaw. Professor Weasley wartet draußen auf dich. Beeil dich lieber. Wer hat das gesagt? Montor Mandeville ist immer etwas mega power. Ich will keine Namen nennen. Was ist jetzt hier? Wir können hier runtergehen. Ziemlich mutig. Ich habe dich in Kräuterkunde gesehen. Ist die Alraun echt denn? Die flirten hier miteinander. So, wir hetzen nicht. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Es ist ganz wichtig, dass man hier eine Menge in Rätseln spricht. Damit man erstmal. Mit dem Handbuch können Magier Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Und dass ein Buch mit Getöse aufgehen muss, ist natürlich auch völlig klar. Andererseits wäre es ja auch zu langweilig. So müssen wir jetzt die ganze Treppe runterlaufen. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Damals, vor hunderten von Jahren, ne? Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Revelio. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Sammeln. Handbuchseiten. Diese zur Ehre des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. 80 EP, nice. Herausforderung freigeschaltet. Sammle Handbuchseiten Hogwarts. Du hast deine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Oh, zwei Stück müssen wir machen. Okay. Handbuch-Herausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Handbuch öffnen. Das ist deine Zauberstufe. Die durch Herausforderungen verdienten EP
erhöhen deine Stufe und deine Macht. Ich bin Stufe 1. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle dein Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. So. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. 1% habe ich schon. So, jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Ich würde jetzt hier gerne mal gucken. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Hogwarts-Brille. Nee, ich brauche keine Brille. Na gut. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Revelio. Na gut, ich wollte es ja nur mal testen. Da wird es im Internet sicherlich genug YouTuber geben, die da Sachen dies und das. Bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Hier findet ihr alle und so weiter, ihr wisst schon. Sammelt Gegenstände und so. Schon schön. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Schon sind wir abgelenkt. Upsi. Revelio. Da ist ein Rätsel. Okay, das merken wir uns mal. Offensichtlich ist hier auf dieser Ebene da hinten noch ein Rätsel. Da können wir jetzt gerade... Schade. Habe ich das jetzt freigeschaltet? Hm, weiß man nicht. Enthüllen. Öffnen. Was? Warte mal ein Momentchen, Mutti. Revelio. Das ist auf jeden Fall offensichtlich... Was die hat... Okay, so sind wir noch nicht so weit. Wir werden das später mal machen. Die Frau wartet ja auf uns. Das ist ja nicht schön. Was ist denn bei T? Ach du heilige Bimbam. Okay, das sind alle unsere Zauber. Tötet Gegner sofort. Okay. Da will ich mich nicht voreilig jetzt dahin zu gucken, aber wir sind halt neugierig. Ach, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Mhm. Mit M können wir die Karte öffnen. Das werde ich dann später mal umändern. Ein Flohflammen-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, und um im Nu zu allen entdeckten Flohflammen zu reisen. Ui, das war hübsch. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Wähle die Region der großen Treppe, um fortzufahren. So, in dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen dir von dir entdeckten Orte. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. Okay. Man kann auch ranzoomen. Drehen kann man aber nicht. Okay. So, auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie die Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Wähle die Region. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Das ist ja nett. Nutze AD, um die Karte zu drehen. Ah ja. Und begib dich per Schnellreise dorthin. Ich klicke einfach drauf. So, guck mal, wie schnell das ging. Easy peasy. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt hier angekommen sind, machen wir auch für die Folge Schluss. Wenn ihr mehr sehen wollt, hier vorne. Da wären wir. Oh. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Ja, Mutti, lass mich ganz kurz mal die. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Okay. Die hört gar nicht mehr auf zu reden oder zu laufen. Ich würde sagen, hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen.
Okay, wie ich schon sagte, wir machen an der Stelle einfach Schluss für diese Folge. Falls ihr mehr sehen wollt von diesem sehr schönen jungen Mann mit seinen Zauberkünsten, mit seinem dicken Zauberstab, dann schreibt gerne was Unanständiges in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüssing.